Ich freue mich sehr, dass es in Kitzbühel möglich ist. Das geht aber nur, wenn man verlässliche Partner hat. Das ist die Stadtgemeinde Kitzbühel, der Bürgermeister, der mit dem Gemeinderat geschaut hat, dass ein günstiger Grund zur Verfügung gestellt wird. Das ist die Grundvoraussetzung dafür ist, dass wir so günstige Wohnungen zur Verfügung stellen können. Eine 70 Quadratmeter Wohnung um 350 Euro, das auch noch beheizt. Es braucht die Wohnbauförderung, die zu 100% im Eigentum des Landes Tirol steht und wir dadurch mehr Wohnbauförderungsmittel für solche Projekte zur Verfügung stellen. Eine Wohnbaugesellschaft, die es auch umsetzt. Also das ist ein absolutes Vorbild, dieses Projekt hier in Kitzbühel, wo ja die Mieterinnen und Mieter schon auf den Schlüssel warten. Wir leben hier in einem Bezirk, in dem die Immobilienpreise enorm hoch sind. Einerseits ja kein Wunder, es ist ein wunderschöner Bezirk. Die Nachfrage ist dementsprechend groß und wir haben in der Politik die Verantwortung, leistbares Wohnen für die Tirolerinnen und Tiroler zu ermöglichen, bezahlbares Wohnen. Es ist ein Projekt, das in die Geschichte des sozialen Wohnbaus und auch von der WEH in Tirol eingehen wird. Wir haben hier 32 Wohnungen errichtet. Der Wohnungsmix ist so, dass wir 18 Zweizimmerwohnungen haben und 14 Dreizimmerwohnungen. Wenn man bedenkt, dass hier bei modernstem Standard und hervorragender Qualität Wohnraum um 5 Euro pro Quadratmeter inklusive der Betriebskosten bereitstellen können, dann ist das beachtlich und macht uns gerade in Kitzbühel als jenen Ort, der immer für seine hochpreisigen Immobilien und für sein teures Wohnen gerügt wird, macht uns doch schon sehr, sehr glücklich. Das ist so, weil wir sprechen aus Erfahrung, weil das, was wir bis jetzt gezahlt haben, das passt halt einfach nicht. Man sagt ja, weil ein Drittel fürs Wohnen und zwei Drittel fürs Leben. Und mittlerweile war es halt so, zwei Drittel fürs Wohnen und ein Drittel fürs Leben. Und ich hoffe, dass in vielen Gemeinden auch solche Projekte umgesetzt werden, dass wir einen gut geförderten Wohnbau zur Verfügung stellen können.